Hallo zusammen, seid mir herzlich gegrüßt zu einem ganz, ganz, ganz besonderen Video, denn es gibt gleich mindestens drei gute Gründe, sage ich jetzt einfach mal, warum dieses Eis-Video ganz besonders wird. Denn erstens, es geht um Eis, zweitens, eine ganz neue Serie von Cremissimo und ich liebe Cremissimo, die Love Nature Serie. Noch nie gehört, hat was ganz Besonderes an sich und da sprechen wir drüber. Allerdings gibt es damit auch ein Problem, denn Cremissimo bzw. Langnese ist bei diesem Eis nicht ganz ehrlich mit uns gewesen, mit uns Verbrauchern und ich musste da investigieren und nachforschen, bei denen anrufen und mich auch an die Verbraucherzentrale wenden. Wieso, weshalb, warum, das schauen wir uns an in diesem Video und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Ja, erstmal großartig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Love Nature by Cremissimo. Jetzt lieben sie die Natur. Ganz neues Eis. Es gibt es in der Sorte Salted Caramel und Vanille. Und bevor ich zu den Sachen mit Verbraucherzentrale und Unehrlichkeit und Co. komme, schauen wir uns das Eis gleich natürlich erstmal im Detail an. Die groben Fakten sind, der Inhalt ist ungefähr gleich. Wir haben 900 Milliliter, 480 Gramm, also auch das Verhältnis von Luft zu Eis ist gleich. Ihr seht, der Becher ist ganz anders. Wir haben auch von der Art da ein ganz anderes Eis. Und ganz wichtig ist, Achtung, ich lese mal einfach den ersten Satz hier vor. Salzige Karamell-Eiscreme. In Klammern mit 8% Milchfett. Da sind bei mir direkt alle Alarmglocken angegangen. Wie gesagt, da sprechen wir gleich drüber. Unterschiedlich ist auch der Preis im Vergleich zu normalen Cremissimo, denn das hier kostet 4,50 Euro und ist damit fast einen ganzen Euro teurer als die normalen Sorten. Wir gucken mal genauer drauf und dann sprechen wir auch über die Problematiken des Eises. So, da haben wir das gute Ding. Ihr seht, das ist jetzt hier auch schon mal eine ganz andere Packung. Und zwar, das ist eben auch ein Unterschied. Becher und Deckel mit weniger als 1% Plastik halten das Eis frisch. Sprich, weniger Plastik. Gut. Ohne künstliche Farbstoffe und Aromen. Okay, hochwertige Rezeptur. Ah ja, mit 12% frischer Sahne. Das ist eben auch sehr interessant. Unsere Eisfabrik nutzt 100% Ökostrom. Ja, also sprich, sie wollen jetzt hier im Sinne von Love Nature ihr Eis natürlicher bringen. Pappe ist im Becher sehr, sehr viel drin. Und ja, ist so vom Design, sieht es eigentlich ganz nett aus. Ne? Hier kann man sich mal so ein bisschen durchschauen, was jetzt hier so drin steht. Ich stelle es euch jetzt hier eben ein bisschen ausführlicher vor. Die Sorte Vanille kommt natürlich bei Gelegenheit auch. Love Nature bei Cremissimo. Das ist leckeres Eisvergnügen ohne künstliche Aromen und Farbstoffe in einer umweltfreundlichen Verpackung. Diese enthält nur bla 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 bla. Hält im Eis im Inneren frisch. Diese dünne Schicht Plastik und so weiter und so weiter. Ja, weil Flüssigkeit wird ja die Pappe quasi auflösen, deswegen haben sie die quasi nur so ganz dünn beschichtet. Und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Teil. Wir haben hier salzige Karamell-Eiscreme und das ist jetzt wichtig. Ich lese es aber trotzdem erstmal vor, was drin ist, mit 8% Milchfett und Karamellstückchen. Sehr geil, endlich machen sie auch mal ein Salted Karamell-Eis. Entrahmte Milch, Glukosesirup, das kennt man soweit, entrahmte Milch ist auch drin. Sahne hier aber mit 12%, bei vielen Cremissimos ist da viel weniger drin, wenn überhaupt. Karamellzuckersirup, Fructosesirup, also schon Sirup, Sirup, Sirup. Ist nicht so, dass jetzt hier nur noch irgendwie Zucker, Sahne und Eier drin sind und Milch und ne. Eingelegte entrahmte Milch, gezuckerte, kondensierte Magermilch, Butter rein, Fett, Zucker, Molkenerzeugnis, Meersalz ist sogar ein bisschen, Emulgatoren, Monolithgliserin, Speisefettsäuren, Stabilisatoren, Guacamole, Johannesbrotkernmehl und so weiter. Sprich, das ist auch alles in den normalen Cremissimo-Eissorten drin, womit man eben die Luft im Eis hält. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt hier. Salzige Karamell-Eiscreme. Und wenn sich manch einer schon mit den Leitsätzen der Speiseeisherstellung beschäftigt hat, dann weiß diese Person, dass man laut diesen Leitlinien Eiscreme nur schreiben darf, wenn man 10% Milchfett drin hat. Sie haben draufgeschrieben, beziehungsweise ist es nur 8% Milchfett drin. Wohlgemerkt nicht Fett insgesamt, sondern eben Milchfett. Es sind ja auch, können ja auch andere Fette drin. Es bezieht sich wirklich nur auf Milchfett. Eiscreme darf man laut den Leitsätzen nur draufschreiben, wenn 10% Milchfett drin ist. Es gibt noch verschiedene andere Bezeichnungen wie Creme-Eis, Eiercreme und ähnliches. Das könnt ihr euch im Internet durchlesen. Ich schreibe euch auch mal einen Link in die Beschreibung. Und mir ist eben aufgefallen, dass die etwas draufschreiben, was sie laut den Leitsätzen nicht dürfen. Und ja, ich musste dem Ganzen natürlich nachgehen. Und man muss dazu noch kurz sagen, das Eis habe ich jetzt erst Wochen, nachdem ich die ersten, ich sage jetzt mal, Aktionen durchgeführt habe, gefunden. Sprich, ich habe selber hier lange nicht bekommen. Ich habe es auch noch nie probiert. Deswegen freue ich mich trotzdem riesig drauf, es zu probieren. Aber eben, ich habe mich direkt an Cremissimo gewandt, als ich gesehen habe, dass da irgendwas falsch draufsteht. Ich habe denen eine E-Mail geschrieben. Ganz kurze Zusammenfassung hier. Gleich seht ihr auch noch was dazu. Lange keine Antwort bekommen. Bestimmt eine ganze Stunde am Telefon gehangen. Ich habe mich an die Verbraucherzentrale gewendet.
Doch jetzt gucken wir einfach erstmal ganz kurz da rein, was ich telefonisch erreichen konnte, denn ich wollte die anrufen und mal nachfragen, wieso sie hier etwas draufschreiben, was sie laut den Leitlinien nicht dürfen. So, also jetzt rufen wir mal hier bei Unilever an, weil das geht halt gar nicht, dass ich hier keine Antwort bekomme. Er wählt. Achtung, das könnt ihr ruhig hören. Ja, ihr hört's? Ich drücke auch jetzt nirgendwo drauf. Ich habe nur auf lauter gedrückt. Achtung, wir lassen es tuten, dann mache ich es aus. Tonbandansage. Das Beratungsteam steht mir gleich zur Verfügung. Okay. Meine Meinung ist Ihnen wichtig. Sie wollen mir Fragen stellen, okay? Nachher. Ja, guten Tag. Mich kann sie gerade ein bisschen schlecht verstehen, ehrlich gesagt. Sie können mich verstehen? Okay, ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe auf Ihrer Webseite dieses neue Cremissimo Love Nature Eis, oder wie das heißt, gesehen, ja? Und der bin ja richtig, wenn man da so Verbraucherfragen zu hat, oder? Ist doch jetzt richtig bei Ihnen, ja? Ja, genau, das ist richtig. Okay, genau. Und ich habe eine Frage dazu. Und das wird jetzt ja irgendwie beworben, dass es Eiscreme wäre, ja? Da wird ja, weil ich, wie gesagt, ich bin großer Cremissimo-Fan, jetzt habe ich diese neuen Eis gesehen. Und da steht drin, dass das eben Eiscreme wäre mit 8% Milchfett. Jetzt bin ich aber bezüglich Thema Eis relativ gut auf dem Laufenden. Und soweit ich weiß, muss das 10% Milchfett haben. Da hatte ich auch schon eine E-Mail an Unilever geschrieben vor 10 Tagen, habe aber bisher keine Antwort bekommen, oder sind sogar 11 Tage. Und jetzt wollte ich mal nachfragen, ob ich mich da irgendwie irre, ob das ein Fehler ist oder warum man auch nicht auf meine E-Mail irgendwie eingeht. Weil das, also das scheint halt einfach nicht zu stimmen, soweit ich weiß. Weil wenn man die Leitsätze der Speiseeisherstellung liest, dann steht da 10% drin. Und Sie schreiben drauf Eiscreme 8%. Und soweit ich weiß, darf man es nicht Eiscreme nennen, wenn keine 10% drin ist. Und deswegen frage ich jetzt, ob eigentlich 10% drin ist, was ja toll wäre, weil ich habe es leider noch nicht im Supermarkt gesehen. Das Cremissimo Love Nature. Also ich habe, wie gesagt, auch eine E-Mail geschrieben. Ich kann Ihnen eine Referenz nennen, die ich bekommen habe, aber ich habe, wie gesagt, bisher noch keine E-Mail bekommen. Ich habe nur eine Rückantwort bekommen, dass man sich bei mir meldet, aber wie gesagt, bisher ist nichts gekommen. Also mir ist es letztlich auch egal, ob man mir per Telefon oder E-Mail Auskunft gibt. Ich finde es nur einfach ein bisschen komisch, dass ich 9 Tage lang keine Antwort bekomme auf meine E-Mail. Und ja, und deswegen dachte ich, rufe ich einfach mal an, weil mich das einfach interessiert. Und das dürfte vielleicht auch in Ihrem Interesse sein, weil man darf Eiscreme nicht schreiben, wenn keine 10% drin sind. Die Kollegin, die E-Mail beantwortet hat, hat das an die Fachabteilung weitergegeben. Okay. Und die Fachabteilung, die bearbeitet das jetzt scheinbar schon länger. Okay, ja, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Also, ihr habt jetzt richtig verstanden, also es wurde quasi bearbeitet und ich sollte noch eine Antwort kommen, aber sie wissen jetzt nicht wann und Sie wollen jetzt aber nochmal nachfragen. Oder wie? Also, wenn die das jetzt bearbeitet haben, warum haben die denn da nicht einfach geantwortet? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, und die Fachabteilung hat Ihnen noch nicht geantwortet. Okay, also ich soll jetzt quasi bis Montag warten und dann will man mir antworten. Ja, okay, ich warte kurz. Warten. Achso, aber wo wollen Sie mich jetzt dahin verbinden, oder wie? Ich habe das immer noch nicht verstanden. Ah, ich warte. Okay, bitte sehr. Okay, mache ich. Ich weiß das, aber da steht ja bei Ihnen nicht Eiscreme, Ihnen steht ja Eiscreme. Ja? Wie bitte? Sie sind ganz leise irgendwie, ich verstehe Sie kaum. Ich wollte sagen, bei Ihnen steht aber Eiscreme drauf und nicht Creme-Eis. Oder Eiercreme, Eiscreme. Und da geht es um Milchfett und nicht um Eier. Also die Antwort, die Sie mir gerade geben, die erklärt, wie man Eiercreme benennen darf. Oder Creme-Eis, aber nicht Eiscreme. Das ist ein Unterschied, Creme-Eis und Eiscreme. Und bei Ihnen steht Eiscreme drauf. Ja, aber nochmal, das ist ja falsch. Es steht ja nicht Eiercreme drauf oder Eiscreme. Oder Creme-Eis meine ich. Es steht Eiscreme drauf. Sie nennen mir gerade die falschen Begriffe. Es gibt viele verschiedene Begriffe. Es gibt Eis, es gibt Sorbet, es gibt Speiseeis, es gibt Eiscreme, Creme-Eis, Eiercreme. Aber hier haben wir eben Eiscreme. Und da geht es ums Milchfett. Und das sind eben 10% und nicht 8, wie hier drauf steht. Laut deutschem Recht, soweit ich das weiß, das kann man auch im Internet nachlesen, sind 10% nötig und nicht 8. Und bei Ihnen sind es nur 8. Eiscreme, wie in der E-Mail geschrieben. Es geht um den Begriff Eiscreme. Ja. Nee, hören Sie, ich möchte nicht nochmal 10 Minuten jetzt warten, bis die antworten. Also ich weiß ja nicht, ob man mich auch zur Fachabteilung verbinden kann oder ob man einfach auf diese E-Mail antwortet, aber diese Begriffe Eiercreme oder Creme-Eis, das hat überhaupt nichts mit dem Eis zu tun. Es geht um Eiscreme, um das Wort. Ja. Genau, und das steht ja in der E-Mail drin. Ich habe den Begriff ja in die E-Mail reingeschrieben. Also wenn die Fachabteilung diese E-Mail bekommen hat, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann müssen die das Wort da ja stehen haben. Es geht nicht um Eiercreme oder sowas, sondern Eiscreme. Und wie gesagt, ich habe sogar einen Link mitgeschrieben. Ich habe in die E-Mail einen Link reingeschrieben, wo man dieses deutsche Gesetz lesen oder diese deutsche Regelung lesen kann, dass Eiscreme nur Eiscreme heißen darf, wenn 10% Milchfett drin ist. Und bei Ihnen ist nur 8 drin. Wäre super. Nee, ist ja auch kein Problem, dass das die Fachabteilung beantwortet ist. Ja. Ja, hoffe ich, dass Sie das machen. Also wie gesagt, Ihnen auf jeden Fall vielen Dank für Ihre Hilfe, dass Sie das auch nochmal angestoßen haben. Dann sollen die sich bei der Fachabteilung halt ein bisschen beeilen. Es sind ja schon 10 Tage.
Ne? Nein, Sie brauchen sich ja nicht entschuldigen, Sie haben alles gemacht, ist alles gut. Ja, also dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag noch, ja? Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt den Service von Ihnen bewerte, dann ist er gut. Wenn ich jetzt den Service von der Fachabteilung bewerte, dann ist er schlecht. Auf welchen Service bezieht es sich denn jetzt, die Umfrage? Bla bla bla. Ja, Fazit des Ganzen, ihr habt vielleicht grob mitgekommen, ich hab's aber auch wahrscheinlich gerade ein bisschen geschnitten, weil ich jetzt hier seit 20 Minuten in der Hotline war, nachdem ich nach 9 Tagen keine E-Mail bekommen habe, habe ich angerufen, ihr habt's ja gesehen, und der Herr am Telefon super nett, alles freundlich, und er selbst, weil es eine sehr fachliche Frage war, hat es an die Fachabteilung weitergegeben. So, ich rufe es übrigens gerade nochmal, könnt ihr sehen, die Nummer von Unilever an, weil die auch nach, ich glaube, über 3 Wochen mir nicht geantwortet haben und mir eben beim ersten Telefon sagten, sie würden sich melden. Bisher noch nichts. Guten Tag, und ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe vor knapp 3 Wochen schon mal an Unilever geschrieben bezüglich einem Cremissimo-Eis und ich habe bisher irgendwie noch gar keine Antwort bekommen. Ich habe dann irgendwie auch nochmal 2 E-Mails geschrieben, die wurden aber auch einfach nicht beantwortet. Es ging um das Cremissimo-Eis, weil ich so ein bisschen fragen wollte, ob das jetzt Eiscreme ist oder nicht. Jetzt bin ich wieder in der Leitung und soll warten. Ja, das wäre super. Also ich meine, wenn es dann klappt. Ich weiß nicht, der Kollege, ich hatte ja wie gesagt schon mal angerufen, der sagte, dass das irgendwie bei, ich sag jetzt mal, bei den Produktentwicklern, bei irgendwelchen anderen Leuten irgendwo sitzt, weil wohl jemand nicht im Hause war oder irgendwie so. Aber jetzt nach, ich glaube, jetzt ist sogar schon über 3 Wochen her, da wollte ich dann doch nochmal nachfragen, weil es halt einfach ein bisschen lange dauert, sage ich jetzt mal. Also letztlich, ja, wenn Sie was in Erfahrung bringen können, dann wäre super, wenn Sie sich melden. Ah ja, das hat der Kollege letztes Mal übrigens auch gesagt und dann kam nichts mit dem Montag. Alles klar, danke ich Ihnen herzlich für Ihre Mühe und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Danke, tschüss. Also, ungefähr 5 Minuten Warteschleife. Genau, mehr oder weniger das gleiche wie der andere Herr. Jetzt muss sie sich mit einem Kollegen auseinandersetzen, der den Fall bearbeitet. Das ist wahrscheinlich der, den ich letztes Mal am Telefon hatte, oder der erste, ich habe keine Ahnung. Und sie kommt jetzt nicht an die Sachen ran davon. Und wenn sie jetzt mit dem Kurt schließt, dann hieß es, ich bekomme heute eine Antwort. Dann hieß es spätestens morgen. Beim nächsten hieß es spätestens nächste Woche Montag. Heute ist Donnerstag. Das hat der Kollege mir letztes Mal aufgesagt und dann kam an diesem Montag nichts. Ich bin gespannt, es bleibt weiterhin spannend. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt und jetzt einfach nicht so öffentlich so eine Aussage dazu machen können. Wir warten es ab, es bleibt weiterhin spannend. Ja, dazu, also das, die Telefonate haben überhaupt nichts erreicht. Und ich hatte, bevor ich angerufen hatte, eben auch eine E-Mail geschrieben, da kam nichts zurück, das habt ihr gerade gehört. Irgendwann kam dann auch eine E-Mail, da zitiere ich euch jetzt hier gleich den Text rein, was sie gesagt haben. Also so grob hieß es nach dem Motto, es sind nur Leitlinien, wir brauchen uns da dran nicht zu halten. Ich sage euch an der Stelle, ich habe noch nie gesehen, dass irgendwelche Leute sich da nicht dran halten. Sicherlich gibt das irgendwo, aber ich denke, eine große Firma wie Langnese oder Unilever könnte es sich nicht leisten. Aber die machen halt ihre eigenen Regeln und bescheißen irgendwo den Kunden, indem sie ihm sagen, es ist Eiscreme, obwohl es das nicht ist. Zugegeben, der normale Kunde weiß eh nicht, dass Eiscreme nur draufstehen darf, wenn 10% Milchfett drin ist. Aber sie benutzen hier trotzdem ein kräftiges Wort. Hey, wir haben Milchfett drin und, aber es geht nicht entsprechende Leitlinien. Sprich, sie nehmen sich das raus, was man darf. Wir nennen etwas Eiscreme statt Eis, aber folgen nicht den Richtlinien. Und ich habe mich auch an die Verbraucherzentrale gewendet, welche mir ungefähr sofern geantwortet haben, Zitat nach dem Motto, da ist Täuschungspotenzial, wir gehen dem Ganzen nach. Das kann Monate dauern, ich habe da noch nichts weiter gehört, weil Foodlove lässt das nicht mit sich machen. Letztlich kam dann irgendwann eben Wochen später von Cremissimo halt diese Antwort, die Telefonate haben überhaupt nichts gebracht, die Leute wussten scheinbar auch gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen, war neu für die. Ist auch halt ein bisschen spezieller, muss ich zugeben. Aber Kundenservice, die Leute am Telefon war super freundlich, aber die Qualität der Antworten war schlecht, weil zuerst hat man mir irgendwas anderes erzählen wollen. Und dann kam einfach eine Antwort so nach dem Motto, wir machen, was wir wollen. So, und das ist echt krass gewesen. Jetzt gucken wir aber mal ins Eis rein. Und schreibt mir gerne eure Meinung dazu, wie ihr das findet. Interessiert euch das sowieso überhaupt nicht? Ich finde es echt bemerkenswert. Also das ist halt einfach nicht in Ordnung. Ich muss ja hier auch sicherstellen, dass ihr das bekommt, was erwartet. Und ich bin eben ein Produkttester und kein, ich halte alles in die Kamera oder so. Also das ist einfach nicht mein Stil. Ich möchte, dass ihr wisst, was man hier gut kaufen kann. Was man gut kaufen kann und dann muss man auch über die Qualität reden. Und ich sage euch direkt, es riecht richtig geil. Deswegen, es geht jetzt hier überhaupt nicht darum zu bashen gegen die, sondern um euch einfach nur zu zeigen, da lief etwas nicht gut. Gut läuft aber eben der Geruch oder riecht der Geruch. Sieht so ganz simpel aus, es gibt hier keine aufgespritzten Rosetten mehr, sondern alles einfach rein in die Pappwanne, Karamellstückchen. Ich hole mir mal was raus zum Probieren und dann bin ich schon wirklich sehr gespannt. Der Geruch ist auf jeden Fall schon mal richtig geil. So, durchs ganze Quatschen ist das Ding jetzt auch schon ein bisschen unten angeschmolzen. So sieht es aus. Es riecht, wie gesagt, sehr, sehr gut. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie es schmeckt. Ich habe es echt noch nicht probiert. Es hat leider lange gedauert, bis ich es gefunden habe. Und auch in so gut wie keinem Supermarkt hier gibt es das. Habe ich es nur bei einem Rewe entdeckt. Früher oder später wird es auch woanders geben. Vielleicht habt ihr es schon irgendwo gesehen. Schreibt es in die Kommentare gerne. Und auch gerne eure Meinung dazu.
Ja, so sieht es aus. Wir können wieder die Luftblasen sehen. Das ist eben der Lufteinschlag. Krass. Konsistenz, Cremissimo ähnlich. Auf jeden Fall sehr schmilzt sehr gut, schmilzt auch sehr schnell. Ich meine wirklich eine gute Salznote wahrzunehmen, aber jetzt auch nicht, wer weiß, wie krass. Aber man schmeckt es schon. Die Karamellstückchen sind weich, intensiv vom Geschmack. Das ist auch guter Karamell, nicht so ein wässriges Zeugs. Lecker. Es schmeckt ein bisschen anders als Cremissimo auch. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass einfach ein bisschen mehr Sahne drin ist. Kalorientechnisch ist das ja ähnlich gewesen wie Cremissimo. Es hat ja ungefähr 200 Kalorien gehabt. Sprich, das ist gar nicht großartig anders. Man hat halt nur Milchfett genommen. Das holen sie sich eben durch die Mehrkosten wieder rein, weil Milchfett ist teurer. Und sicherlich auch die Kosten an Verpackung. Die Karamellnote ist deutlich wahrnehmbar. Man hat hier natürlich weniger Spielereien wie Soßen, Schokosplitter und so. Und das vermisse ich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich finde es bei Cremissimo eigentlich immer ganz geil. Man hat hier eine reine Sorte. Keine verschiedenen Schichten. Das ist ein bisschen schade. Aber geschmacklich ist das lecker. Ist ein schönes Karamelleis. Ich verrate euch noch nicht, woher, weil ich das Video dazu noch machen muss. Aber es gibt einen Laden, die haben eine Eigenmarke und die machen auch so ein Cremissimo-ähnliches Karamell. Also ich sage euch, das ist so göttlich. Das hier kann da nicht mithalten. Es ist aber lecker. Und es freut mich vor allem, dass es mal was anderes ist. Es schmilzt ganz gut. Das ist eben wie Cremissimo typisch gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Es hat schon fast eine leichte Röstnote hier, das Eis. Also die habe ich jetzt gerade unterschlagen. Man hat hier natürlich schon im Eis überall so kleinere Stückchen drin, aber jetzt obendrauf hat man nichts. Sprich, so von der Aufmachung her ist es eher simpel. Ist aber lecker. Das ist ein schönes Eis. Das Vanille, wie gesagt, habe ich noch nicht probiert. Das könnte auch sehr gut sein. Gutes Vanilleeis kann was. Es muss nicht immer Salted Caramel und Co. sein. Ja, und jetzt kommt halt das Problem, dass das Eis eben an der Stelle nicht ganz ehrlich war. Und ich habe es im Video ab und zu mal als Gesetz gesagt: Es ist kein Gesetz, es ist eine Leitlinie. So nach dem Motto: Du kannst dich dran halten, du musst es nicht. Sprich, sie machen jetzt nichts Illegales von Langnese, ja. Aber es ist einfach nicht ehrlich dem Verbraucher gegenüber. Es ist Täuschung, hat ja auch die Verbraucherzentrale gesagt. Deswegen finde ich das halt einfach wirklich nicht so gut. Am Ende ist es ein riesiger Schuppen, der einfach Geld machen will. Das ist jetzt keine kleine Klitsche, irgendwie die Eisdiele um die Ecke, die dir sympathisch, die möchte, dass sie dir sympathisch ist. Sie wollen zwar jetzt Liebe zur Natur suggerieren, aber ja, okay, haben sie auch ein Upgrade gemacht. Man muss sagen, mit dem Pappbecher, das ist eine schöne Sache, das gefällt mir ganz gut. Aber das alles ja, weniger aufwendig und so, weiß ich nicht. Trotzdem, ich finde es schön, dass ein Karamelleis gekommen ist. Es schmeckt mir ganz gut. Es zieht mir nicht die Schuhe aus. Aber jetzt auch nochmal die 4,50 €. Ich würde es mir nicht für 4,50 € kaufen. Dann meinem Angebot, wenn es vielleicht mal 3 kostet oder 3,50 €, dann kann man es mal wieder machen. Aber andererseits, wie gesagt, dann würde ich am Ende sogar eher zu diesem anderen Eis, zu diesem anderen Cremissimo-Eis typischen Art Fake Cremissimo hingehen. Mit Karamell dazu kommt ein Video. Das ist das Geilste überhaupt. Da brauche ich das hier sowieso nicht. Und ja, meine Meinung zum Cremissimo Love Nature. All gone. Ja. Das Video ist auch vorbei. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Freue mich über eure Meinungen zu dem Video und auch zu der Thematik hier. Sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und schau, ach ja, Kanal abonnieren und den Daumen nach oben nicht vergessen. Danke.